Josef Zenzmeier war in der Bildhauerszene hierzulande eine Institution. Leider war es ihm gerade nicht mehr vergönnt, die Ausstellung, die er und seine Familie noch selbst mit vorbereitet haben, zu erleben. Anlässlich seines 90. Geburtstags schafft nun die neue Sonderausstellung im Keltenmuseum Hallein einen besonderen Dialog zwischen ihm und dem deutlich älteren, großen deutschen Bildhauer Gerhard Marx. Für Zenzmeier war Marx ganz eine wichtige Persönlichkeit, die ihn zwar nicht im eigenen Arbeiten zu 100% geprägt hat, weil sie eine andere Herangehensweise hatten, aber sie war ganz, ganz wichtig auch von der Klarheit und vom Selbstverständnis, wie man Bildhauerei und Proportion denkt. Von dieser Klarheit und der Auseinandersetzung mit Proportionen kann man sich anhand der eindrucksvollen Bronzefiguren überzeugen. Was macht er? Er versucht eine geometrische Form und die Natur miteinander in ein Gleichgewicht zu bringen. Sobald man das gesehen hat, dass hier es um Maße geht und man dann auf die Zenzmeier-Figur guckt, fällt einem auf, wie lang dieser Oberarm ist. Und auch da kommt die ganze Zeit kommen so Proportionsvorstellungen, spielen dabei eine Rolle. Was Ari Hartog bis heute beschäftigt und der Zenzmeier leider nicht mehr fragen konnte. Ich hätte gerne von Zenzmeier gewusst, ob er bei Marx auf dem Tee war. Und wenn er auf dem Tee war, war er regelmäßig, weil die Jüngeren, die zum Tee eingeladen wurden, die kamen auch öfters. Und dann ist es wahrscheinlich so gewesen, dass Marx zu Zenzmeier gesagt hat, Junge, du hast Talent, du bist echt gut, aber sorge dafür, dass du es dir nicht zu einfach machst. Weil alles, was du machst, sieht sofort gut aus, aber das ist zu wenig. Versuche sozusagen für dich da einen Dreh reinzukriegen. Und solch ein Dreh, ob nun von Marx nahegelegt oder nicht, ist Zenzmeier offenkundig gelungen. Gerade bei der Figur ist es doch absolut grandios, wie er das ganze Volumen, Riesenvolumen hier hinmacht. Gerade wenn Sie diese ganze Tradition von allen möglichen Kreuzigungsfiguren kennen, dann ist das so ein höchst interessanter Dreh, der da drin steckt. Diese Figur ist insoweit für Marx ganz wichtig, weil es ist die Figur, wo er sich am allerweitesten von der Natur entfernt hat. Weil dieser Bogen ist anatomisch absolut nicht möglich. Die Unterschiedlichkeit in der Ausdrucksform und technischen Umsetzung der beiden Künstler ist für die BesucherInnen des Museums auch filmisch aufgearbeitet. So begegnet man etwa Zenzmeier noch einmal in seinem geliebten Kuchler-Atelier. Die Bildhauerei hat in Hallein eine mehr als 150-jährige Tradition und war sogar der erste berufsbildende Schulzweig, der seit der K&K-Monarchie besteht. So hat man in Kooperation mit der HTL auch noch ein spannendes Schulprojekt mit der Ausstellung verflochten. Wo man der Bildhauerei über Social Media begegnet, wer Josef Zenzmeier auch noch in Salzburg und darüber hinaus begegnen möchte. Es ist eine Mappe entstanden, ein Plan, wo man Arbeiten im öffentlichen Raum von Josef Zenzmeier sieht. Das Allerwichtigste an einer guten Ausstellung ist, dass es ein Seherlebnis ist. Dass man da reingeht, man guckt nur und man geht raus und man hat was verstanden. Und das funktioniert hier. Und dass das so gut funktioniert, ist einerseits dem Konzept des kuratorischen Teams im Zusammenspiel mit dem Gerhard-Marx-Haus in Bremen zu verdanken, andererseits der Zusammenarbeit mit der Familie von Josef Zenzmeier und privaten Leihgebern.